Für immer mehr jüngere Nutzer wird Facebook zunehmend unattraktiver, denn Snapchat ist ja irgendwie das neue Facebook geworden. Es wird also Zeit für einen Gegenschlag. Mit der neuen App LiveStage für Jugendliche unter 21 Jahren erhofft sich Facebook nun, die Teenies zurückzuholen. Die App erinnert stark an StudiVZ, denn die Vernetzung funktioniert über eine Schule. Sind mehr als 20 Menschen einer Schule zugeordnet, kann losgelivestaged werden. Allerdings gibt es kein klassisches Profil mehr, stattdessen beantworten die Nutzer Fragen zu ihren Hobbys und Beziehungen mit Hochkant-Videos, die man mit seinen Freunden oder Schülern aus der Nähe teilen kann. Zunächst gibt es die App nur in den amerikanischen App-Stores, ein Deutschland-Release soll aber demnächst folgen. Ja, erst die dreiste Kopie der Instagram-Stories von Snapchat und nun eine weitere Live-Stage. Facebook reagiert mit allen Mitteln auf den immer beliebter werdenden Trend zur Videobotschaft. Nur noch die beliebten Snapchat-Filter sind bisher einzigartig. Also, lieber Mark Zuckerberg, wo bleiben die Facebook-Filters? Noch mehr App-News gibt's auf joyce.de.